Hi und willkommen zurück zum Thema uneigentliche Integrale. Heute präsentiere ich dir ein drittes Beispiel für eine Aufgabe dazu. Wir haben die Funktion f von x gleich 2 durch x gegeben und die Frage ist jetzt, ob das uneigentliche Integral von f über dem Intervall von 1 bis unendlich existiert. Das heißt, die Frage ist, ob der Flächeninhalt, der vom Funktionsgraphen und der x-Achse über das Intervall von 0 bis unendlich eingeschlossen wird, endlich ist. Wenn dieser endlich ist, dann existiert eben der Grenzwert, den wir später betrachten und damit dann das uneigentliche Integral. Okay. Als erstes stellen wir eine Funktion auf, die uns eben in Abhängigkeit von der zweiten Grenze, also von der oberen Grenze, den gesuchten Flächeninhalt angibt. Das heißt, wir berechnen das Integral von 1 bis z, diese Variable erfinden wir neu, von unserer Funktion 2 durch x dx. Diese Funktion gibt uns jetzt entsprechend, weil es eben das Integral über die Funktion f ist, mit den Grenzen von 1 bis z, diese Funktion gibt uns entsprechend den Flächeninhalt an, der zwischen Funktionsgraph und x-Achse eingeschlossen wird, in Abhängigkeit von der oberen Grenze z. Das machen wir deshalb, weil wir hier als obere Grenze nicht einfach unendlich reinschreiben können, denn das Integral ist für sowas gar nicht definiert. Das heißt, wir setzen für die obere Grenze erstmal eine Variable ein, vereinfachen dann das Integral, also rechnen das so weit aus, dass wir kein Integralzeichen mehr da haben und dann können wir im Anschluss eben den Grenzwert anschauen und uns überlegen, was kommt hierbei heraus, wenn z eben gegen unendlich strebt. Unendlich ist ja keine Zahl, die man einfach in einen Funktionsterm einsetzen kann, deswegen immer diese Sache über den Limes. Okay, wir brauchen jetzt erstmal eine Stammfunktion. Da musst du dich daran erinnern, dass die Stammfunktion von 1 durch x ln von x ist. Entsprechend ist die Stammfunktion von 2 durch x 2 mal der ln von x, Grenzen 1 und z. Jetzt setzen wir also einmal z hier ein, das gibt 2 mal den ln von z. Einmal setzen wir 1 hier ein, das ist dann minus 2 mal der ln von 1. Wichtig ist jetzt, dass du erkennst, was der ln von 1 überhaupt ist. Der ln von 1 ist 0, denn du musst dir immer überlegen, wenn du den ln von irgendwas ausrechnen möchtest, e hoch was gibt dieses irgendwas? Also e hoch was gibt 1 und da ist eben die Antwort e hoch 0 gibt 1. Entsprechend ist der ln von 1 0 und das Ganze wird hier 0. Das heißt, wir haben nur noch übrig, a von z ist gleich 2 mal ln von z. Wenn ich jetzt also diesen Flächeninhalt bzw. das Integral hier ausrechnen möchte für eine bestimmte obere Grenze z, dann kann ich diesen Wert jetzt einfach hier einsetzen, ln von diesem Wert ausrechnen, mit 2 multiplizieren und ich weiß, wie der gesuchte Flächeninhalt aussieht. So, die große Frage ist jetzt, ob hierbei was Sinnvolles rauskommt, wenn wir einen sehr, sehr großen Wert für z einsetzen, das heißt, wenn z gegen unendlich geht. Das untersuchen wir jetzt. Da gucken wir uns jetzt mal die Bestandteile der Funktion an. Also wir haben hier einfach 2 mal, da passiert nicht so viel, aber wir müssen jetzt den ln von z näher betrachten. Da musst du dir wieder überlegen, wenn wir jetzt sehr große Werte für z einsetzen, fragen wir uns, e hoch was gibt diesen riesen Wert? Und du weißt, dass eben hierbei die Werte eben, also der ln von z wird immer größer, je größer z wird. Kannst du auch daher ableiten, wie die ln-Funktion verläuft. Also je weiter du nach rechts auf der x-Achse gehst, desto größere Funktionswerte nimmt die ln-Funktion an. Das heißt also, sie strebt auch gegen unendlich, wenn z gegen unendlich strebt. Das ist das, was hier steht. Es gilt, der ln von z geht gegen unendlich, wenn z gegen unendlich geht. Das heißt, diese gesamte Funktion geht gegen unendlich, wenn z gegen unendlich geht. Denn wenn das hier gegen unendlich geht und ich es noch mit 2 multipliziere, dann geht es ja noch schneller gegen unendlich. Das heißt, a von z, die Funktion geht gegen unendlich für z gegen unendlich. Das heißt, es existiert kein Grenzwert. Grenzwert wäre nämlich irgendein bestimmter Wert und damit existiert eben das uneigentliche Integral nicht. Das heißt, die Fläche, die eingeschlossen wird von dem Funktionsgraphen der Funktion 2 durch x und der x-Achse,
der ist unbeschränkt, wenn man jetzt als untere Grenze 1 nimmt, die obere Grenze aber gegen unendlich laufen lässt. Es kommt hier kein fester Wert raus. Genau, das war Beispiel Nummer 3 zum uneigentlichen Integral. Ich hoffe, du schaltest das nächste Mal wieder ein. Bis dann.